Herzlich willkommen zum Medizin der Erde Podcast. Mein Name ist Christel Ströbel und heute bin ich im Gespräch mit Klaus Umbach. Ich möchte dich jetzt schon mal vorwarnen, denn wenn zwei Schwaben miteinander im Gespräch sind, dann schwäbelt es sehr und ich hoffe, du kannst trotzdem alles verstehen. Der Klaus ist Gärtner, aus Berufung, aus Leidenschaft und totaler Überzeugung. Und so betreibt er seit vielen Jahren mit seiner Frau und seinem Team eine Biolandgärtnerei in Heilbronn. Ja, und zu all den wunderbaren Heilpflanzen, die es mittlerweile dort gibt und Gemüsepflanzen, hat sich Klaus vor längerer Zeit schon entschieden, wenn Bio, dann alles Bio und richtig Bio. Und so können wir heute bei ihm auch ganz normale Balkonpflanzen wie Geranien, Begonien und die verschiedensten Blühpflanzen in Bioqualität kaufen. Denn wenn wir Menschen auch nicht immer den Sinn dahinter sehen, die Insekten machen hier sehr, sehr wohl einen Unterschied, speziell die Bienen, ob das konventionelle Pflanzen sind oder biologische. Ja, und wir sprechen heute vor allem mal über die schöne Qualität eines Marktstandes und warum es eigentlich so wichtig ist, dass Erzeuger wieder auf Märkte gehen und dass vor allem ihr als Kunden die Märkte besucht. Klaus macht mehr als nur deutlich, wie groß letztendlich die Macht des Kunden ist, wo er seinen Geldbeutel öffnet und wo er sein Geld hinbringt. Denn nur diesem Kaufverhalten haben wir es letztendlich zu verdanken, dass heute im Vergleich zu vor 20 Jahren es in vielen, vielen ganz normalen Lebensmittelmärkten Bioprodukte gibt. Und jetzt freue dich auf ein sehr inspirierendes Gespräch. Noch eine Frage an dich. Weißt du, was Pensele sind? Hallo, lieber Klaus, herzlich willkommen. Hallo, liebe Christel, schön, deine Stimme zu hören und mit dir zu plaudern jetzt. Ja, lass uns heute mal über ein ganz, ganz anderes Thema sprechen, nämlich Markt, Wochenmarkt. Jetzt ist ja, seit ich dich kenne, weise im Klaus ist das ganz arg wichtig, immer auch auf dem Wochenmarkt oder auf mehreren Wochenmärkten vertreten zu sein. Was ist denn für dich so die Faszination oder dieses, da will ich unbedingt dabei sein? Ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf, da gibt es einen Hintergrund. Ich habe 25 Jahre ehrenamtlich in der Blumenabsatzgenossenschaft mitgeschafft. Verschiedene Funktionen kettert und komme eigentlich mit meiner Pflanzenerzeugung aus dem Großhandel. Also ich habe hier Schild gehabt an der Gewächshaustüre vorne. Zutritt verboten, Vorsicht scharfer Hund, kein Privatverkauf. Das ist meine Vergangenheit. Ja, okay. Das war einfach alles klar. Und mit der Bio-Umstellung, mit dem Beginn der Heilpflanzenproduktion, das war erstmal die Gotchi, inzwischen ist noch viel mehr dazugekommen, begann da ein Paradigmenwechsel. Wir hatten zwar schon immer eine Hofverkaufsstelle bei meiner Cousine in Erlikheim, aber gar keiner gewusst, dass wir da dahinter stecken. Und der Paradigmenwechsel war einfach auch die Erkenntnis, dass uns die Konzerne, der Großhandel über kurz oder lang, ja, je nachdem, wo man steht, nicht so gut leben lässt. Ich formuliere es mal vorsichtig. Bei mir könnt ihr auch sagen, kaputt macht. Inzwischen sind die Bauern auf der Straße. Es ist fast Allgemeinwissen, dass der Bauer noch 2 Cent kriegt fürs Getreidekorn und der Bäcker halt 50 Cent fürs Weckle. Das ist bei der Blume nicht ganz so krass. Aber es ist tatsächlich so, der Handel verdient Geld und der Erzeuger nicht so wirklich. Und er begann mit der Bio-Umstellung und den Heilpflanzen-Paradigmenwechsel, dass wir gesagt haben, okay, wir machen nachmittags auf für Privatleute. Und wir können das, weil wir einfach schon 60 Jahre geübt haben in Erlikheim. Und Doris ist auch Floristin, also wir können es wirklich, glaube ich, gut. Und ja, und da kam einfach ein Rad ins Roller, das so gar nicht geplant war. Aber mir war klar, ich muss raus aus dieser reinen Belieferung vom Großhandel. Eine gewisse Größe ist, glaube ich, wichtig, dass du überhaupt noch beliefert wirst von den Vorlieferanten, dass du einen Töpf kriegst, deine Erde kriegst, aber eine gewisse Größe, da wirst du gar nicht mehr beliefert. Also
So läuft das Spiel halt. Oder kriegst keine akzeptablen Preise mehr. Und aus dieser Geschichte raus, ich mag Wochenmarkt, aber dann kam das Angebot aus meiner Bioszene. Es gibt so Regionalverbünde, wo immer wieder sich für Biobetriebe engagieren, auf dem Bio-Wochenmarkt nach Stuttgart auf den Mariaplatz zu gehen. Dort wurde ein extra Bio-Wochenmarkt gegründet. Ja, und da haben wir einfach gefallen drauf gefunden. Da muss ich mal so auf Schwäbisch sagen. Wir haben natürlich noch mehr Verkaufsstellen inzwischen. Aber da war mir dann klar, ich sage es jetzt mal so banal, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt für eine Tomatenpflanze 4 € kriege oder im Großhandel 1,80 € oder sowas. Schon ungefähr die Spanne. Dafür muss ich auch was tun. Ja, klar, muss dann nachfahren, muss jemand nachstellen oder selber nachstehen. Aber was dann passiert ist, ich bekomme, und das wollten wir auch, immer mehr Beziehungen zu den Menschen, zu den Kunden. Und das ist so wie ein alter Traum, dass ich eigentlich zwischen mir und dem Kunde nur die Pflanze haben möchte, aber als Verbindung. Und nicht noch ein Großhändler, ein Spediteur, das ist ja alles ein langer Weg, bis die Pflanze vom Gewächshaus zum Kunde kommt. Und das Thema Regionalität ist manchmal nicht so ganz ehrlich. Da hatte ich schon den Ehrgeiz, also hinter Stuttgart ist für mich eigentlich die Regionalität schon fast vorbei, von Heilbronn aus gesehen. Und meine Pflanzen fahren noch ziemlich viel in der Gegend rum, und mein Ehrgeiz ist einfach, das immer mehr direkt zu machen, ja. Und so bin ich halt zum Marktfan geworden, weil Wochenmarkt, wer es kennt, ist halt schon so fast was Familiäres, ne? Man kennt sich oder man kennt sich auch nicht, aber man ist da ratzfatz per Du oder ist auch, ja, man ist was Besonderes, weil man einfach bloß einen Supermarkt schlappt. Fertig, ne? Dort ist man nur noch eine Nummer. In der Regel, man macht's Piep. Am besten machst du deinen Piep selber, und dann muss die Kassiererin auch nicht mehr dir in die Augen gucken. Guten Morgen sagen, Ade. Und das ist eine Entwicklung, die, ja, die ich jetzt gern anders. Und dann fange ich an und mach's anders. So bin ich halt. Und es ist ganz gut, dass du genauso bist, wie du bist. Ich habe mir jetzt echt bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, weil auf Schwäbisch ist das ein Kuddelmuddel. Das gibt vielleicht, ja. Ja, genau. Und du bist ja jetzt auch seit letztem Jahr nicht nur am Marierplatz in Stuttgart, sondern ja auch auf dem Schillerplatz, das die Siglinde Frey dann übernommen hat, diesen Marktstand. Und ich muss sagen, also ich bin viele, viele Jahre, aber es ist schon lange her, bin ja eigentlich fast jede Woche auf dem Markt gewesen. Dann habe ich wieder eine längere Zeit gehabt, wo ich sehr regelmäßig in Ludwigsburg auf dem Markt war, einfach weil es ein super, super toller Demeterstand gab mit allem Gemüse, wenn es geht, alles aus eigener Produktion und ansonsten auch Demeterqualität. Und da wusste ich einfach, was ich kriege und sowas in der Art hatte ich damals in Stuttgart noch nicht gefunden. So wie ich das gemacht habe, haben das einfach viele Menschen gemacht. Weil wenn man Ludwigsburg so ein bisschen kennt, den Marktplatz, da hat es zwei Cafés, da hat es einen Italiener, da hat es eine Eisdiele, da hat es alles Mögliche drumherum, unter den Arkaden nennt sich das. Und dann hast du halt erstmal ein Kaffee getrunken, dann bist du einkaufen gegangen. Also das war so wie so ein bisschen ein halber Tag Urlaub, wenn ich auf den Markt gegangen bin. Die Atmosphäre und das Gewusel überall. Und natürlich hat man immer auch Bekannte getroffen. Und das ist so anders, dieses Einkaufen im Vergleich zu, oh Gott, eine halbe Stunde, ich muss jetzt ganz schnell in den Supermarkt und wieder heim. Hat alles seine Berechtigung. Aber auf dem Markt einkaufen ist einfach was ganz, ganz, ganz anderes. Und so geht es vielen Menschen. Und ich habe jetzt auch speziell dich mal darauf angesprochen, können wir mal so ein kleines Gespräch über Markt und Wochenmarkt aufnehmen, weil seit Wochen laufen jetzt diese Demos der Bauern, der Landwirte, aus ganz viele verschiedene Gründe, aber diese Schilder, die sie an den Traktoren anbracht haben, die man hauptsächlich sieht, wenn man auf Alternativkanälen unterwegs ist, dass da mittlerweile europaweit diese Proteste laufen, um uns Verbraucher einfach einmal darauf aufmerksam zu machen, wo kommt denn eigentlich unsere Nahrung her? Die muss nicht alles aus China und aus den Ostblockländern oder irgendwo hergeschafft werden. Nichts gegen die Ostblockländer, aber
Wir hier bei uns in Deutschland, in jedem Einzelland, wir haben ja Landwirte, wir haben diese Anbauer, denen aber mehr oder weniger jetzt das Wasser wirklich langsam aber sicher bis zur Kinnhöhe steht, finanziell mit ganz vielen Restriktionen. Und wie können wir sie unterstützen? Indem wir als Endverbraucher wieder direkt beim Erzeuger einkaufen. Und da das halt nicht geht, dass man x-mal auf der Bauernhof fährt, oft man sind die Höfe auch gar nicht dafür ausgelegt, dass da ein Kundenverkehr ist, so wie du erzählt hast, wie das früher bei euch war, ein Schild. Aber auf dem Wochenmarkt, da treffen wir sie. Und was für mich immer faszinierend ist, dieser Mensch, der dahinter steht, klar, da gibt es Helfer und manchmal sind es die Kinder von den Landwirten, die auf dem Markt stehen. Aber ich kann dem Menschen, der zu mir sagt, das ist Bio, dem kann ich in die Augen gucken und kriege Gefühl dafür, der ist wirklich ehrlich. Ich kriege Gefühl dafür, weil wie schwingt denn der Mensch? Was ist das für eine Energie, die letztendlich ja auch in alle Produkte drin ist, die ich dort kaufe? Ist das ein bisschen Zweitgriffe, was ich jetzt gerade erkläre, oder empfindest du das ähnlich? Also das ist wie wenn du mir die Worte in den Mund legen wolltest. Das ist quasi so der Hintergrund und es geht noch ein bisschen tiefer und aus meiner praktischen Erfahrung nehmen wir mal das Beispiel der Goji-Beere. Ich war begeistert von dem Potenzial, was eine Goji-Beere kann und wollte halt auch keine Goji-Beere aus China, weil die belastet sind und da gibt es die einschlägigen Untersuchungen, Schwermetalle und, und. Und dann habe ich mir entschieden, Goji-Beere hier selber zu machen, anstatt in China. Da ist die Frage, geht es? Das haben wir geklärt. Ja, es geht. Dann geht die Frage, welche Sorte und. Das Ganze in Bio. Also wir schwätzen von meinem 14-jährigen Prozess bis hierher. Und dann habe ich die Dinger nicht verkauft kriegt. So, also wir können hier viel selber machen. Aber die Frage ist, wie bringe ich es rüber? Ja, ich habe nur den Ehrgeiz gehabt, ich wollte es im Großhandel verkaufen, also Edeka und Lidl und so, da war ich überall vorstellig und wollte es alles im großen Stil machen. Und da bin ich schon ganz schön zusammengestutzt worden von dem, das wäre eigentlich ideal, regionale Ware, aber am Schluss geht es ums Geld und zwar viel mehr, als wie vordergründig das besprochen wird. Und dann habe ich halt weniger Gucci gemacht und habe es vor der Haustür verkauft. Und inzwischen habe ich den Großhandel drastisch reduziert. Wir haben noch drei gute Kunden. Das ist ja auch schön, wenn man da gute Kunden hat im Großhandel, die fair sind. Ich weiß nicht, ob ich die hier nennen darf, aber okay, dann lassen wir sie weg. Aber es gibt ja im Großhandel auch faire Partner, aber Ja. tendenziell geht es einfach ums Geld, ne? Und ja, Wochenmarkt ist natürlich so, wie du sagst, das macht Freude, da begegnen euch Menschen. Aber so wie mit der Bio-Umstellung brauche ich erst einmal ein bisschen einen Vorlauf. Also das Erste ist, ich brauche ein fachliches Wissen und ein Gottvertrauen, dass ich denke, ich kann das, das geht. Weil Bio-Primeln und Bio-Geranien und Bio-Paußäle, das hat ja vorher auch noch keiner gemacht, so in dem Umfang, wie ich es mache. Und wir haben uns das zutraut und das ging. Und dann fangst du auch mit dem ersten Markt. Und dann brauchst du eigentlich jemand, der es macht, weil ich kann nicht überall sein. Und meine Frau Doris ist auch nicht da. Und dann kommen Dinge, dass es sich fügt, wenn es sein soll. Na, da kam bei uns am ersten Verkaufsstelle die Christine. Die Christine, die könnte eigentlich alles machen, aber die wollte raus aus dem Büro. Und die ist ein absoluter Pflanzenfan. Und die macht es mit so viel Liebe und so viel Fachwissen, dass die Leute eigentlich nicht zu mir gehen, zur Gärtnerei Umbach, sondern die gehen zur Christine. Und wenn die Christine nicht da ist, kommen die am nächsten Tag wieder und dann kaufen die nichts. Also so krass ist das schon. Das geht noch weiter, dass die Christine sich so identifiziert mit der Verkaufsstelle, dass sie, das habe ich selber erlebt, hat sie an Ostern so Schokolade-Ostereier verschenkt. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber eine gute Idee, dass du in unserem Namen Schokolade-Eier verschenkst. Und dann guckt sie mir ganz böse an und sagt, du, die Eier habe ich gekauft, die sind für meine Kunde. Das hat mit dir und deiner Gärtnerei im Verkauf gar nichts zu tun. Also wenn man eigentlich mit solche Mitarbeiter gesegnet ist, dann läuft es. Und so ähnlich war es auch mit der Sieglinde. Wir waren wirklich schon ein Jahr länger in Stuttgart auf dem Wochenmarkt. Und die Mitarbeiterin war auch gut.
Aber die wollten nicht mehr und dann war der Stand verwaist und man hätte in Stuttgart den Wochenmarkt wahrscheinlich nicht mehr machen können, wenn nicht Sieglinde gekommen wäre. Und das war auch wie so, ich weiß gar nicht, wie vom Himmel gefallen für mich, weil die ja schon 36 Jahre lang im Blumenladen Verkaufsprofi ist und jetzt unbedingt die Kräuterbotschaft weiterbringen wollte und nicht nur Blumen. Und mich angerufen hat, für mich aus heiterem Himmel, ja, sie tät gern bei mir schaffen und ich habe gesagt, ja, willst du in Stuttgart auf dem Wochenmarkt? Und da kriegt die glasige Augen von wegen, ah, da träumt man ja schon lange davon. Also, das muss ich halt auch finden. Nicht jeder Bauer kann sagen, also, ich mache jetzt auf dem Wochenmarkt meinen Kartoffelverkauf. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und wir haben halt jetzt das Glück, dass wir einfach durch die 60 Jahre Vorlauf mit Erlikheim so breites Sortiment haben, dass es für uns auch lohnt. Wir haben halt sehr, sehr breites regionales Sortiment. Es fängt auf vom Hanftee bis zu der Posay und von der Tomatensetzling bis zu Artemisia-Pflanze. Also das ist natürlich schon eine Voraussetzung. Ansonsten bräuchte man eine Gemeinschaft, dass mehrere Bauern entstanden. Oder es gibt sicher eine Lösung, wenn man es will. Aber bei uns hat sich die Lösung quasi fast aufgedrängt. Ja, genauso wie das verrät jetzt einfach der Gedanke in Ludwigsburg auf dem Wochenmarkt, das hast du mir vorgeschwärmt, so wie du es jetzt gerade erzählt hast. Und dann habe ich halt dort mal angerufen, also erst gegoogelt, dann eine Anmeldung geschickt und ich habe da halt neipasst. Also so einfach kriegt man gar nicht einen Stand in Ludwigsburg auf dem Wochenmarkt. Weil vor 30 Jahren haben wir auch den Gedanke schon mal gehabt, da hat man gesagt, es dauert so 10, 20 Jahre, bis du einen Stand kriegst. Da hat sich was verändert, es gibt Platz, es gibt auch Bewegung, ich sag mal, alte gehen und neue, junge, da gehöre ich jetzt eigentlich nicht dazu, aber aus der Sicht der Wochenmarktverkäufer sind wir neue. Ich bin nicht mehr so ganz jung, das hat damit aber nichts zu tun. Man kann das immer auffangen. Also es gehört schon ein bisschen was dazu, aber jetzt kommt das Entscheidende, wenn ich auf dem Wochenmarkt stehe, am Marienplatz. Und wir haben mit 16 Leuten gestartet, 16 Stände, und jetzt sind da noch vier. Dann braucht man aber Durchhaltevermögen, weil da verdienst du mal ein paar Jahre kein Geld, bis du platziert bist. Und dann gibt's halt auch die Leute, die gern Wochenmarkt-glasige Augen kriegen, aber wenn die nicht kommen und wenn die nicht einkaufen, dann bin ich halt auch irgendwann weg. Und das ist eigentlich so ein, ja, so ein Spannungsfeld, ne? Man hätte es gern, aber es funktioniert halt nur, wenn man es auch tut. Ja, also der Wochenmarkt lebt von den Besuchern, aber er lebt natürlich auch von dem professionellen Wirken der Stadtverwaltung. Und da hapert es in Stuttgart ein bisschen. Ich sage jetzt einfach mal so, der Herr Lehmann von der Stuttgarter Marktleitung, der kriegt jetzt vielleicht einen kleinen Herzaussetzer, wenn er das hört. Aber ich finde es schon ein bisschen schwach, wie dieser Biermarkt im Marienplatz beworben wurde. Als Privatunternehmen, wenn das mein Marketingarbeiter wäre, der wäre mal im Büro gestanden, hätte man 4-Augen-Gespräch gehabt, weil das hätte man besser machen können, sage ich mal so. Und dann sind es halt viele Faktoren, ne? Habe ich das richtige Sortiment? Habe ich die richtigen Mitarbeiter? Wird der Markt auch gut geführt? Kommen die Leute kaufen? Und nur dann lohnt sich das Ganze auch, weil ich kann da ja nicht Geld nachtragen, ne? Dann bleibe ich lieber daheim und schaffe meine Sache, aber ich muss ja gucken, wie ich es verkaufe. Und da hätten wir jetzt halt auch das Glück gehabt, wir sind offene Türe eingerannt, aber wir warten natürlich auch drauf, dass wir noch ein bisschen mehr Resonanz kriegen. Also der Stuttgarter Wochenmarkt, Schillerplatz, rechnet sich für uns nicht. Das kann ich mir nur leisten, weil ich weiß, irgendwann klappt es. Woher ich das weiß, kann ich doch nicht einmal sagen. Ich glaube, es passt vielleicht besser. Und natürlich ist hilfreich, dass die Bauern jetzt protestieren und sagen, der Lebensmitteleinzelhandel, der macht uns kaputt, aber es hat ja keinen Zwunge in Lebensmitteleinzelhandel verkaufen. Nur dieser Wechsel da raus und ich habe wirklich 95% an Großhandel verkauft und jetzt sind es noch 40. Das ist anstrengend. Ja? Und das braucht Unterstützung. Und ich hoffe, ich engagiere mich jetzt für den Wochenmarkt. Da gibt es auch eine Veranstaltung, die ist mehr intern, also für Wochenmarktbesticker, für Marktleiter und so weiter. Da habe ich dann schon ein bisschen dicke Backe, gehe auf die Bühne und sage, was ich denke, weil es wird sehr dilettantisch beworben vom Marketing her.
Eigentlich müsste in Social Media jeden Tag was kommen über den Wochenmarkt, wie toll das ist, weil es ist toll, wie die Menschen sich begegnen, weil da begegnen sich Menschen, da macht es nicht nur Piep. Ja, und wie auch, ja, was ist ein Supermarkt? Supermarkt ist halt schon ein Stück entmenschlicht im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Die Ware steht im Regal, irgendwann hat sie eingeräumt, irgendwann hat sie von A nach B gefahren. Und am Schluss siehst du Unterschied, nicht mehr, ob das jetzt von Marokko kommt oder von Möhringen. Ja, ich sage es jetzt mal so. Und das macht der Unterschied. Und mit der Entscheidung, wo mache ich den Geldbeutel auf, habe ich eine demokratische Wahl getroffen. Also das Geld kriegt der Gärtner oder das Geld kriegt der Konzern. Und der entscheidet dann, wer produziert. Und das habe ich halt in den 25 Jahren mitgekriegt, wie das Spiel läuft. Also wenn man Suppe nimmt von Knorr, gibt es vielleicht gar nicht mehr, vielleicht gibt es noch Knorr-Suppe, aber da ist halt ein leuchtendes Beispiel, weil ich den Zentraleinkäufer gut kannte von Knorr. Da ist nichts Deutsches drin, aber gar nichts. Die Zwiebel kommen aus Ägypten, die Kartoffel aus China und wenn noch irgendwas anderes drin ist, dann kommt es vielleicht von Südamerika. Das ist schon ganz schön schräg. Ja, das weiß man halt nicht, weil das heißt, hat die Suppe schon Knorr, der Knorr war in Heilbronn und dahin viele Leute geschafft. Und wenn man wirklich wissen will, wo sein Geld nachgeht, dann trägt man es halt auch nicht mit zur Bank. Ja, also wir sind da ja auf alle Ebenen aktiv. Wir haben unsere Gärtnerei überwiegend mit Geldern von Privatleuten finanziert, sei das Genussrechte oder stille Beteiligungen. Und dann war auch der Gedanke, dass man statt Zins einen Warengutschein kriegt. Also, dass man einfach sein Geld dem Gärtner gibt, der baut ein Gewächshaus, der liefert nachher die Pflanze und dann kauft man ein und dann kann ich auch einen schönen Zins zahlen, weil dann sind wir im Kreislauf, ohne dass dazwischen immer noch Leute verdienen. Und die Großhändler verdienen einfach richtig gut und die Banken verdienen noch besser. Und wenn man in dem System was verändern wolle, kann jeder jeden Tag, wenn er einen Geldbeutel in die Hand nimmt, entscheiden, wie es wird. Das mit der Genussrechte hat aber nicht mehr geklappt. Das hat uns letzten Endes das Finanzamt auch austrieben. Das ist zu komplex. Wir können zwar Geld annehmen, Zins zahlen, ja, in Darlehensform, aber die Warengutscheine, das ist so kompliziert. Meine Buchhalterin hat gesagt, wieder hör mal auf oder ich kündige. Da geht es um Quellensteuer und dann geht es um Kirchensteuer und dann geht es um, wie das gebucht werden muss und so. Und wenn du einen Warengutschein für 150 Euro ausgibst und hast für 200 Euro Geschäft, also das ist nicht gewünscht. Da grinst sie jetzt breit, weil klar, die Banken wollen ihr Geschäft machen und da gibt es eine Bundesfinanzaufsicht und so. Also, und Wochenmarkt, das ist ein altes Kulturgut. Den gibt es ja eigentlich schon länger wie die Konzerne. Ist erhaltenswert. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig. Oh Mann, Und Klaus. da bin jetzt halt ein Teil davon. Ich will das unterstützen. Wenn es geht, pushe. Ja. Und du weißt, wenn ich da auffange, ja. Ja, also ich habe jetzt schon mit einigem gerechnet, aber du hast jetzt gerade so ein Fässle zu einem riesengigantischen Fass aufgemacht. Ich denke, es ist aber so, so wichtig, weil so viele Menschen und mich jetzt auch eingeschlossen. Klar, ich kenne vielleicht noch ein paar mehr Aspekte, da ja auch früher Gärtnerei, Calendula Kräutergarde, wo ich auch vieles dahinter blicken konnte. Aber so als normaler Verbraucher, das sind Dinge, die du jetzt angesprochen hast. Man macht sich keine Gedanken drüber, weil man kommt gar nicht auf die Idee, sowas mal zu hinterfragen oder mal hinzuschauen, ja, wo genau kommt es denn eigentlich her? Und was genau steckt da alles drin? Also von dem her kann ich bloß mal wieder sagen, Klaus, vielen, vielen Dank für dein Statement und für dieses, die Hintergründe von den letzten Hintergründen und da hat sicher noch viel, viel mehr. Oh Mann. Aber lass Ja. uns einfach mal ein bisschen Werbung machen für diesen Wochenmarkt, den es ja eigentlich in allen Städten gibt, den es auch in viele kleine Gemeinden gibt, wo die Menschen noch viel, viel enger beieinander sind. Und vielleicht können wir auch den Bauern, den Landwirten ein bisschen Mut zusprechen, wenn ihr irgendwo eine Möglichkeit seht, einen Wochenmarkt standzumachen oder
irgendwo einfach vor eurem Hof oder wo auch immer einen kleinen Hofverkauf zu machen. Ist das allemal noch besser, wie es wird alles irgendwann untergemulcht, weil keine Endkunde mehr da sind in Form von Großhändlern, die euch so im Preis drücket, dass es besser ist, ihr macht zu. Und da davor solltet ihr eigentlich bewahrt werden. Und jetzt, ihr Lieben, die ihr da zuhört und zuschaut, es ist wie so oft, wir sind die Endverbraucher und wir sind diejenigen, die letztendlich entscheiden, wo gebe ich mein Geld hin und wo kaufe ich meine Ware ein. Das Und ist ich muss so wahr, ganz ja. ehrlich sagen, ich bin kein hundertprozentiger Marktkäufer, aber ich versuche es immer wieder zu unterstützen und spätestens nach unserem heutigen Gespräch wirst du mich spätestens alle 2 Wochen in Stuttgart auf dem Wochenmarkt wieder treffen. Kann ich ja abwechseln zwischen Ludwigsburg und Stuttgart. Genau, da bin ich hin und her. Ja. Also Klaus, es ja. ist wirklich eine philosophische Geschichte. Es ist eine demokratische Entscheidung und es ist viel, viel mehr, als wie es auf den ersten Blick scheint. Also das ist, wenn man eine demokratische Wahl hat, dann kann man noch entscheiden, wer in Berlin was sagt. Aber so viel Einfluss hast du nicht, wie wenn du in dem Moment den Geldbeutel aufmachst. Das ist auch eine demokratische Wahl. Welches Produkt? Kaufst du Bio oder kaufst du konventionell? Kaufst du direkt beim Erzeuger, kaufst du beim Händler oder machst halt einfach bloß noch BIP mit der EC-Karte. Und dann profitieren andere davon, das ist ziemlich offensichtlich, ja. Vielen Dank für die tiefen, tiefen Einblicke. Aber Klaus, jetzt habe ich nur eine Bitte. Wir haben bestimmt ganz viele Nicht-Schwaben hier. Könntest du mal Pansele übersetzen? Oh, Posse sind Stiefmütterchen, da gibt es die Kleinblütigen, die nennen wir die Hornveilchen. Und die Großblütigen, das sind F1-Züchtungen in der Regel. Die haben in Schwäbischer, ich kann das gar nicht erklären, wo sie herkommen, muss irgendeinen französischen Hintergrund haben, botanisch Viola. Damit man das auch wisset, was Paar-Seele sind. Ja. Klaus, vielen, vielen Dank für dein Statement, für dein Sein und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit in 2024. Mögen deine Märkte mit vielen Besuchern dir und deinen Verkäuferinnen all das geben, was ihr braucht zum Weitermachen. Und natürlich auch noch ganz viel Freude im 1:1 Kontakt mit dem Kunde, mit dem Endkunde. Der weiß, da kommt meine Petersilie her, meine Pansele oder sonst irgendwas. Weißt du, was uns passiert ist? Wir haben in dem Erlikheimer immer verkauft, den es schon jahrzehntelang gab, mal ankündigt, wir stellen euch einen Bus und ihr dürft kommen zu unserem Tag der offenen Tür. Und das, was ich da erlebt habe, war ein Schlüsselerlebnis. Die Leute schon jahrzehntelang da einkauft, erst bei meiner Tante, dann bei meiner Cousine. Die sind baff erstaunt gewesen, dass wir diese Pflanzen alle selber kultivieren. Also vom Lavendel über die griechische Bergtee oder die Artemisia oder halt die Pansele. Alle wissen jetzt, was das ist. Und seitdem machen wir immer mehr Tag der offenen Tür. Und da kommen auch immer mehr Leute, weil wir haben natürlich auch was zu erzählen. Was mag die Pflanze? Also welche Erde? Wie geht es mit der Düngung? Und bei uns ist halt das Besondere, das hat jetzt mit der Betriebsgröße auch zu tun. Wir machen wirklich 90% aller Pflanzen wirklich selber, vom Steckling, vom Samenkorn bis zum Verkauf. Und da gibt's sehr viel zu zeigen, sehr viel zu erklären. Inzwischen machen wir 5-mal Tag der offenen Tür, weil das ist jetzt ein bisschen ein Selbstläufer geworden, auch mit der Unterstützung von vielen, die das gut finden, was wir machen. Und ja, deshalb bin ich jetzt froh, dass ich so große Gärtnerei habe. Die macht auch was her. Aber die meiste im Wochenmarkt sind kleine Gärtnereien. Und das ist aber mindestens genauso gut. Deshalb habe ich so viele Verkaufsstellen, weil mein Dampfer hier jetzt auf Direktvermarktung umzustellen, sei es online, sei es Wochenmarkt, sei es die Verkaufsstelle in der Stadt oder auf dem Land, das war schon sportlich, ja. Aber deshalb mal danke für deine Unterstützung und auch danke für die Unterstützung all derer, die, ich sag mal, mit uns verbunden sind, sei es zum Kräuter oder sei es im Biobereich. Ja. Klaus, vielen, vielen Dank. Und ich sage jetzt einfach mal, bis bald. Bis bald.